Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben ein zahnmedizinisches Thema und wir haben als Gast Herrn Privatdozent Dr. Bartholz. Er ist stellvertretender Direktor der Zahnärztlichen Akademie in Karlsruhe, Leiter der Poliklinik und Spezialist für Endodontie. Könnten Sie das erklären, was das ist, Endodontie? Ja, guten Abend, Professor Gonska. Vielen Dank für die Einladung. Endodontie, das ist innerhalb der Zahnheilkunde der Fachbereich, der sich mit der Diagnostik und Therapie der Erkrankungen der Zahninnengewebe beschäftigt. Also das, was man so landläufig den Zahnnerv nennt. Das heißt, das sind alles diese Behandlungen, die in die Wurzelbehandlung hineingehen. Ja, die Wurzelkanalbehandlung ist letztendlich eine Therapievariante innerhalb des Fachgebiets der Endodontie, richtig. Das ist ja nun ein sehr häufiges Thema. Ich meine, viele Menschen haben Zahnschmerzen und bekommen eine Wurzelbehandlung in unterschiedlichster Form. Typisch war früher die Wurzelspitzenresektion. Ist das so heute noch oder gibt es da andere Verfahren? Also grundsätzlich, wenn Zahnschmerzen vorhanden sind, dann ist ganz häufig das Endodont schuld, also die Pulpa schuld oder die Zahninnenräume. Grundsätzlich ist es so, dass im Falle einer Entzündung der Zahninnengewebe häufig Schmerzen entstehen, die nicht anders therapiert werden können, als dass die Gewebe aus dem Zahninneren entfernt werden, damit Patienten wieder schmerz- und beschwerdefrei werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass es zu einer Infektion der Zahninnenräume gekommen ist und diese Infektion Auswirkungen wieder auf die umliegenden Gewebe um die Wurzelspitze haben und dort eine Entzündung entsteht. Die kann still sein und für Patienten unbemerklich, kann aber auch außerordentliche Schmerzen verursachen. Die Therapie ist immer die gleiche letztendlich, die Wurzelkanalbehandlung, mit dem Ziel, den Zahninnenraum zu eröffnen und einer vollständigen Desinfektion zugänglich zu machen. Wenn das funktioniert technisch, dann werden normalerweise Patienten auch wieder beschwerdefrei. Die Wurzelspitzenresektion ist ein Sonderproblem innerhalb der Therapiestrecke. Es ist so, die wird häufig eingesetzt in Fällen, wo die erste Therapie scheinbar nicht erfolgreich war. Patienten also trotz Wurzelkanalbehandlung weiterhin fortbestehende Beschwerden haben. Und dann ist die Idee der Wurzelspitzenresektion durch ein operatives Verfahren, die Wurzelspitze samt der Entzündung im Kieferknochen zu entfernen. Also würde man, wie man früher argumentiert hat, man sieht ein Granulom, das ist ja dieses Gewebe, was da um die Wurzelspitze herum ist, das musste operativ entfernt werden. Das würde man heute nicht mehr so sehen, sondern man sagt, ich gehe praktisch von der Zahnseite aus durch, von der Kauseite aus hoch und gehe dann in die Wurzel hinein und kann, auch wenn es ein sogenanntes Granulom gibt, das entsprechend therapieren. Richtig. Normalerweise ist es so, dass die erneute Wurzelkanalbehandlung dann nämlich die Ursache des Problems beseitigt. Dieses sogenannte Granulom, wie man es früher genannt hat oder heute auch immer noch durchaus nennt, ist letztlich ein Entzündungsgewebe, was immer dadurch hervorgerufen wird, dass Infektion im Zahninneren vorhanden ist. Kann man diese Methode auch dann verwenden, wenn die Patienten schon eine Wurzelbehandlung hinter sich haben? Das heißt, da ist schon in dem Wurzelkanal gearbeitet worden, da ist schon was aufgebohrt worden. Bedeutet das, das ist eine größere Schwierigkeit? Verhindert das dann ihren Eingriff oder verhindert das moderne Eingriffsmethoden? Oder darf man es oder kann man es trotzdem machen? Also grundsätzlich sind sogenannte Revisionstherapien selbstverständlich möglich. Das heißt, heutzutage ist es sehr gut möglich, mit dem richtigen Instrumentarium und der richtigen Ausstattung solche Zähne, die bereits eine Wurzelfüllung haben, erneut Wurzelkanal zu behandeln. Dazu wird die alte Wurzelfüllung wieder entfernt. Der Hohlraum im Zahninneren, nämlich der Wurzelkanal, wieder zugänglich gemacht für eine erneute Desinfektion und kann anschließend wieder gefüllt und versiegelt werden, damit erneute Infektion dann ausgeschlossen werden kann. Das ist nicht faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie oft kann man das dann machen mit einem Zahn? Ich meine, das ist ja nur ein ganz kleines Gerät und wie lange soll das denn gehen? Wie lange kann man das machen? Ist das 2-3 Mal möglich? Grundsätzlich kann man Zähne auch mehrfach revidieren. Es ist aber so, wenn eine Revision bereits erfolgt ist und zumindest mal die Behandlung technisch sehr vollständig aussieht,
dann muss man ehrlich sagen, dann sinken die Erfolgschancen bei erneuter Revisionstherapie. Meistens liegen dann Probleme vor, die eigentlich nicht mehr behandelbar sind. Also vielen Dank, Herr Dr. Bartholz. Ich fand es faszinierend. Das sind moderne zahnmedizinische Methoden, die zeigen, dass man noch viel tun kann und dass man viel erhalten kann und dass man nie aufgeben darf. Und das finde ich faszinierend. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Herren, das war moderne Zahnmedizin. Und wenn Ihnen unsere Sendung Spaß gemacht hat, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie gesund und pflegen Sie die Zähne. Alles Gute.